Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Rickforce. Heute mal mit, Aua. Mit Empire of Happiness. Ja, ja. Ist das jetzt so dein offizieller Name, mit dem ich dich immer ansprechen darf? Das ist auch mein neuer YouTube-Channel, ja. Das ist Empire of Happiness TV. Also du warst erst Roski LP, dann warst du... Ja, genau, Mettels, genau. Und weil du das erstmal willst. Genau, und dann habe ich mir einen Let's Play-Channel gemacht, da habe ich mir gedacht, ich lade ja da noch andere Sachen hoch als nur LP, deswegen habe ich mir Empire of Happiness gemacht und TV hintergeschrieben. Ich finde übrigens, die neue Granatenwarnung total scheiße. Granatenwand? Was? Eine Granatenwarnung. Wenn du eine Granate in die Fresse kriegst, dann steht da, wie viele Meter so eine Granate hat. Das meinst du? Ja, ja. Irgendwie achte ich da nicht mal drauf, also. Ja, eben. Vor allem machst du dich nur nervös und das, ja, dann rennst du eigentlich hin, weil du denkst, was ist das? Oh, was ist denn das? Oh, da liegt was Süßes. Oh, oh. Was zur Hölle? Es gibt Molotov-Cocktails oder war das die Granate? Yeah. Nein, Molotov. Warum gibt's eigentlich noch keine Molotov, aber ich bin tot? Stimmt. Stimmt, dass ich tot bin, ja, ich weiß. Aber ich habe gerade auch nur 20 FPS, also. Ich habe 24. Ist das zu vertreten? Ja, ich weiß auch. Ich frage mich, wie die. Ist, also, ich meine, die breite Masse der jüngeren Spieler von Brickforce, die, an die das Spiel ja eigentlich größtenteils gerichtet ist, wie die das Game überhaupt gespielt kriegen. Ich meine, wenn es bei uns so schlecht läuft, vielleicht liegt es auch gerade an uns. Weil unser du siehst ja teilweise, wie schlecht die auch sind. Das ist hart. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf schlechteren Computern überhaupt noch spielbar ist. Hallo, Avast. Ja. Da war eine Granate. Avast? Ja, Avast. Das hört sich an wie ein Antivirenprogramm. Nein. Avast, Antivir. Kann man eigentlich einstellen, wie laut die Ansage ist, wenn das Ding updatet? Ich hasse es. Du hörst Musik auf maximaler Lautstärke und dann kommt so ein kleines Fenster und dann fliegen die Ohren weg, weil du mitgeteilt kriegst, dass es das Programm geupdatet hat. Kriegsbrei sagt, please Raum. Please Raum. Okay. Was zur Hölle? Ich gank hier oben gerade so ein bisschen rum und da hat so ein Penner genau eine Granate reingeworfen. Nein! Da, Headshot. So, mal schreiben, in welchem Raum ich bin, damit die ganzen Mega... Bobs hätte ich beinahe gesagt. Mega-Leute kommen. Oh mein Gott, ich bin so blind. Ja, das auch. Warum? Weil er hat mich angesehen. Er hat so gedacht, Er hat mich angesehen. Nein, er hat mich angesehen. Und dann habe ich erst mitgekriegt, dass überhaupt jemand hinter mir ist. Er steht da, zielt so eine halbe Stunde, weil er denkt, vielleicht schießt mein Gewehr ja mit 500 Schuss daneben, wenn ich ihn direkt im Visier. Also. Wow. Hinter uns. Was, wo? Ah! Da im Boden. Ich fände es cool, wenn man Waffen von den Leuten, die man umgeschossen hat, aufnehmen könnte. Findest du? Ja. Dann hätte wenigstens jeder mal die Chance, ohne Tausende von Euro auszugeben, jede Waffe auszurühren. Tausend habe ich auch noch nicht ausgegeben. Du hast aber auch nicht alle Waffen. Ich könnte auch mal haben. Ja, wenn du 1000 Euro ausgeben würdest. Aber ich habe voll viele gute Waffen. Jetzt hat übrigens jemand seinen Diablo 3 Account, seinen Diablo 3 Charakter, einen davon, für 20.500 Euro verkauft. Sorry, meine Mutter meint, es gibt einen Skype-Virus, deswegen muss ich ausmachen. Ach du Scheiße. Nein, aus dem Kacken. Aus dem Kacken? Ja, Kack ist aus. Kachen. Kach. Mal kacken. Kachen. Kachen. Kriegsfrei, du Hexe. Ja? Cool, Sniper, ich hab die Welt rauben. Was zur Hölle? Ja, wir nehmen auch Drogen. Wir bauen sie an und verkaufen sie auch. Ach, das ist Rayman. Das ist jemand, der mich öfters mal anschaut. Der keine Arme und Beine hat, aber trotzdem Füße und Hände? Ja. Genau. Und Kinder von mir haben will. Was? Nein! Hast du mal Rayman gespielt? Ja. Natürlich. Hat jeder mal gespielt. Damals auch ein Game. Hast du mal Ratchet & Clank gespielt? Das habe ich letztens mal nochmal ausgegraben. Alter Falter, das war so ein geiles Spiel. Ich habe das meinem Bruder mal damals geguckt, wie der es gespielt hat. Shit. Ach, Nostalgie. Oh ja, Ratchet & Clank sowieso, wo du immer mit deinen Schrauben und Co. dir Waffen kaufen konntest und die einfach so übertrieben waren. Ja, dieses Ding, was die Geschütze aufgestellt hat, war geil.
Da habe ich am Anfang, ich glaube, das den ersten Abschnitt des Spiels, glaube ich, 20 Mal gemacht, nur damit ich mir auf Stufe 3 die Waffe holen kann. Ne? Miau, wer zur Hölle sägt um diese Uhrzeit? Wer sägt? Ja, sägt mit einer Säge. Achso. Leichen und so. Ich höre das, holy shit. Na, bei meinem Kumpel lebt, das lebt, wohnt nebenan so ein, da ist so eine, ich weiß gar nicht, eine Schmiede kann man nicht sagen, aber die stellen halt auch so irgendwie so, also die gießen irgendwie so, keine Ahnung, eine irgendein Gießerei. Zeug, ne? Nein, das ist keine Gießerei, das ist so, ein Familienunternehmen, das ist so ein kleines Haus mit so einem Ofen drin und da wird halt irgendwas Mineral geschmolzen und irgendwas hergestellt, keine Ahnung. Und die fangen bei dem morgens um 9 Uhr an und die haben noch so einen alten, die schmieden halt noch einen Hammer, ne? Okay, Hammer und Amboss, richtig ja, cool. Ja, genau, genau. Dann kannst du dir vorstellen, wie das dann so... Ah, nee! Mavels, ah, was denn? Ja, Mutter, er ist tot. Scheiße, weißt du, wie lange die Runde schon geht? Nein. Wie lang? in dein Gesicht. Ich hab voll vergessen, den Counter anzumachen hier. Die Runde, warte. Ich kann dir sagen, wann. Sie dürfte normal so ungefähr 4 Minuten gehen. 4 oder 5 Minuten. Also nicht allzu lang. Weil normalerweise fährt mein Stiefel da um diese Uhrzeit um 15:15 los, weil er dann arbeiten geht und ich habe gerade meine Meerschweinchen upragen gehört und das macht sie immer, wenn jemand an der Tür vorbeilatscht. Alter Falter, das nenne ich mal hier Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ja. Was dann bedeutet, dass dein Stiefvater ja ziemlich verschlafen ist. Er hat 10 Minuten geschätzt zu spät kommen. Also könnte es ungefähr sein, dass wir so 7 Minuten jetzt gespielt sind? Ich weiß auch nicht. Wenn ich überziehe, halt die. Nein! Also überziehen finde ich ja nicht schlimm. Ich finde eher schlimm, wenn ich zu kurz mache. Achso, doch, na. Zu kurz gibt's ja bei dir nicht, wie wir eben schon bei, als wir über Schwanzverlängerung gesprochen haben. Photoshop! Hust! Nein! Fotojob. Haha. Foodjob? Na, was soll das hier eigentlich darstellen? Ich glaube, es sind... Sind das diese, wie heißen die nochmal? Alter Falter. Mein Gott, ich... Mir fällt der Name nicht mehr an. Gabelstapler, genau. Ich dachte immer, es wären motorisierte... Seelenernter von Satan. Ja. Nee, motorisierte Baurollstühle. Satan hat einen Dreizack, ich habe einen Gabelstapler. Satan hat einen Dreizack? Du nicht? 41, 10, 10. Oh. Ich hab nur eine Lanze. Ja. Oh, das war jetzt schon wieder unter meinem Niveau, dann würde ich gleich mal sagen, machen wir einen Aufnahmestopp. Dann verabschiede ich mich richtig herzlich um mal Zuschauen. Bis zu einer weiteren Folge von Das Baby Force. Bis dahin, bei euer Kriegsbrei. So, dann sind wir auch schon wieder zurück, weil ich bemerkt habe, dass Marvels Folge gefailt hat, der Empire of Happiness TV, und mir gesagt hat, wir wären schon durch, obwohl wir auch gar nicht durchfahren. Natürlich. Jetzt bin ich wieder, oder was? Ja. Kriegsbrei! Ne, Griesp! Hi. Machst du gerade LP? Nein! Machen wir nicht! Wir sind nur online, weil es so geil ist! Aua, so ich getötet, weil ich geschrieben habe. Hass. Hass? Deshalb solltest du deinen Fanboys einfach nicht mehr zurückschreiben. Ja, das habe ich mir auch schon oftmals gedacht, aber ich denke mir immer so, ich bin einfach zu cool. Ja. Das Problem kennst du, ne? Naht! Natürlich. Dein Fanboy, Jan. Ist damals heute der 9. oder der 10.? Heute ich weiß nicht. Ist der... Nicht geschlafen. 12. Ich weiß, dass in 9 Tagen der Welttoilettentag ist. Und das dürfte normalerweise der 10. Der 19. Ja, sein. In 9 Tagen habe ich auch Geburtstag, dann ist es heute der 10. Du hast... Ja. Geburtstag am Welttoilettentag. Ich bin stolz drauf. Frei. It is obvious. It is obvious, dass ich scheiße bin? Ein wenig. Oh mein Gott. Halt die Kacke. Schnauze. Halt die Kacke.
Jetzt hat er mich tot ge... Was soll denn? Nein. Okay. Gleich mal Jan anschreiben. Grießbrot hat am Welttoilettentag Geburtstag. Andersrum, der Welttoilettentag ist an Grießbrot Geburtstag. Was war zuerst da, ist jetzt die Frage. Was? Was war zuerst da, ist jetzt die Frage. Beides. Achso, du könntest ja, der wurde erfunden, denn, weil du könntest ja die Geschenke auf dem Klo aufmachen. Okay. Wieso Schling nicht mehr Brickforce spielt? Schling spielt kein Brickforce mehr, weil er krank war und deswegen nicht die Power dazu hatte, die ganze Zeit rumzuschreien. Echt? Ja. Und er spielt es gar nicht mehr oder nee, hat er wird jetzt bald wieder eine Folge machen, glaube ich. Wobei ich glaube, das sollte ich so nicht sagen, weil wenn es nicht stimmt, bin ich wieder böse. Wobei Schling wird definitiv wieder Folgen machen und das auch mit mir zusammen. Wenn nicht, wird er belästigt. Ja, das habe ich meinen Abonnenten eh schon gesagt, dass sie mich mal belästigen sollen. Anweise. Ach, Spawn Raping ist so geil. Ey. Gib es doch nicht, wer ist denn erst ein Years? Lol, ohne Heals ist auch mal geil. Deine Mutter ist geil. Kann sein, dass man im Französischen gar keine Stimme hat? Du spielst gerade auf Französisch? Vielleicht. Das würde sich auch leicht gay anhören, oder? Das hört sich leicht gay an. Das ist noch schwuler als die SpongeBob-Stimme. Ich frage mich, wie das französische Kind dafür hinhalten muss. SpongeBob. Der Franz. Ich glaube, ich bezweifle, dass sie noch angreifen. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Ries. Was denn? Gibt's das Game auch auf Polnisch? Ich glaube. Wir sollten unserer großen polnischen Fangemeinde ja, mal einen Gefallen tun und das Spiel auf Polnisch spielen. Auf Russisch oder Chinesisch oder irgendwie so. Das ist ja auch noch genau Russisch. Ja, aber dann versteht man noch weniger. Beziehungsweise man sagt ja so selten was leider in diesem Spiel. Ich hätte vielleicht kein Scharfschützengewehr auswählen sollen, als ich hier auf die Map gegangen bin. Warum? Vielleicht kannst du es einfach bloß nicht. Nein, weil die Waffe einfach frisch gekauft ist und noch nichts upgraded ist. Ja, es ist natürlich nicht so cool. Aber ich habe immer noch meine 157. Ja, 157, das ist definitiv mehr als... 157, wo bist du denn? Ach, du bist Vorletzter. Du hast 158. Stimmt, fuck. Ich bin gerade gestorben, als ich geguckt habe. Fuck. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin gerade oben. Ich muss dir mal meine Pistole zeigen. Ich werde angerufen. Moment. Ablehnen! Ablehnen. Denied! Du bist eigentlich schon am Rape-Zorn, oder? Ja, schon ein bisschen. Wo bist denn du? Du bist der... Ich bin genau hier, da. Guck mal, meine Pistole. Hier. Oh mein Gott, Rage-Time. Hat aber auch nur 10 Schuss leider, sonst wäre es richtig übertrieben. Das ist dann zur Entlastung für die Leute, die während sie links klicken bei einer halbautomatischen Waffe epileptischen Anfall kriegen. Ne? Ja, du kannst ja zum Glück gedrückt halten. Ja. Glücklicherweise. Boah. Es müsste halbautomatische Sturmgewehre geben. Hilfst du mir eventuell auch mal? Was hältst du denn davon? Ja, ich erkunde die Gegend. Achso, ist immer gut. Evaluer. Oh mein Gott, ey, Retour. Solles de Dieu. Gestier de Quartiers, mehr Objekte, Boutique de Objects. So, dann werden wir jetzt hier einen Aufnahmestopp machen, weil jetzt reicht die Zeit nicht. Dann bis zu einer weiteren Folge. Bis dann bei euer Kriegsbrei und Empire of Happiness. Tschüss.